Du stehst am Anfang einer unglaublichen Reise. Einer Reise, die dein Leben für immer verändern wird. Alles beginnt mit einem einfachen Entschluss. Du hast erkannt, dass du mehr vom Leben willst. Vielleicht hast du dich schon einmal gefragt, warum manche Menschen scheinbar alles erreichen können, während andere ständig kämpfen. Der Unterschied liegt nicht im Glück oder Zufall. Es liegt in ihrer Fähigkeit, ihre Gedanken, ihre Gefühle und ihre Absichten in Einklang zu bringen. Und genau das wirst auch du lernen. Die Manifestation deiner Träume beginnt mit einem Moment des Erwachens. Es ist der Augenblick, in dem du die Entscheidung triffst, dein Leben selbst in die Hand zu nehmen. Bis zu diesem Punkt hast du vielleicht geglaubt, dass das Leben dir einfach geschieht, als ob du keine Kontrolle über die Umstände hast, die dich umgeben. Doch heute weißt du, du bist der Schöpfer deiner Realität. Vielleicht hast du, wie so viele andere, schon einmal von den Gesetzen des Universums gehört. Vom Gesetz der Anziehung, von Manifestation und Intention. Aber jetzt spürst du zum ersten Mal tief in dir, dass diese Gesetze auch für dich funktionieren können. Dein Geist ist das mächtigste Werkzeug, das dir zur Verfügung steht. Alles, was du dir wünschst, beginnt mit einem Gedanken. Ein einfacher Gedanke kann Berge versetzen, wenn er klar, stark und mit dem Herzen verbunden ist. Du nimmst dir ein Blatt Papier und schreibst deine Träume auf. Es fühlt sich vielleicht ungewohnt an, so offen und direkt über das zu sprechen, was du wirklich willst. Doch je mehr du dich darauf einlässt, desto klarer werden deine Ziele. Du weißt jetzt, die Kraft der Manifestation liegt in der Klarheit deiner Absichten. Je deutlicher du deine Wünsche formulierst, desto stärker wird die Energie, die du aussendest. Es mag ein wenig Magie sein, aber es ist auch Wissenschaft. Wenn du deine Gedanken fokussierst, setzt du Kräfte in Bewegung, die größer sind, als du dir je vorstellen konntest. Deine Gedanken sind wie Samen, die du in den Boden der Realität pflanzt. Du gibst ihnen Energie, Form und Leben, indem du sie mit deinem Herzen verbindest. Jeder Gedanke ist ein Schritt in Richtung deines Ziels. Und dann kommt der Moment, in dem das Universum zu antworten beginnt. Es sendet dir kleine Zeichen, unscheinbare Hinweise, dass du auf dem richtigen Weg bist. Vielleicht ist es ein zufälliges Treffen, eine Nachricht, eine plötzliche Erkenntnis. Es sind diese subtilen, aber tiefen Momente, in denen du spürst, dass das Universum auf deiner Seite ist. Doch das ist erst der Anfang. Um wirklich das Leben zu manifestieren, das du dir erträumst, musst du mehr tun. Du musst lernen, deinen Geist zu schulen, deine Gedanken zu lenken und deine Emotionen bewusst zu steuern. Du bist bereit, diesen Weg zu gehen, denn du weißt, dass der größte Schatz deines Lebens auf dich wartet. Dein Herz pocht voller Vorfreude, denn du weißt, heute beginnt deine Reise. Dies ist der erste Schritt zu einer neuen Realität. Eine Realität, die du aus deinen tiefsten Wünschen erschaffen wirst. Und während du diesen Weg gehst, wirst du erkennen, dass alles, was du brauchst, bereits in dir ist. Du bist der Schöpfer deiner Welt. Dein Herz weiß jetzt, dass Klarheit der Schlüssel zur Manifestation ist. Doch Klarheit allein reicht nicht aus, sie ist nur der Anfang. Um die Realität zu erschaffen, die du dir wünschst, musst du die Kraft deiner Gedanken mit der Kraft deiner Emotionen verbinden. Emotionen sind die Energie, die deinen Gedanken Leben einhaucht. Sie sind der Brennstoff, der den Motor der Manifestation antreibt. Du erkennst, dass du bisher nicht immer klar warst in deinen Wünschen. Deine Träume waren vage, vielleicht sogar widersprüchlich. Doch jetzt weißt du, Präzision ist der Schlüssel. Du nimmst dir erneut dein Notizbuch und beginnst, deine Ziele noch deutlicher zu formulieren. Jeder Gedanke wird wie ein Funken, der das Feuer deiner Wünsche entfacht. Du schreibst auf, was du wirklich willst, nicht das, was du zu brauchen glaubst oder was andere von dir erwarten. Deine Ziele werden zu einer lebendigen Vision, die du vor dir siehst. Als du diese Klarheit gewinnst, spürst du, wie sich etwas in dir verändert. Es ist, als ob du einen Schleier vor deinen Augen entfernst und plötzlich siehst, was wirklich möglich ist. Die Nebel der Zweifel lichten sich und du fühlst dich stark, fokussiert und voller Zuversicht. Du weißt jetzt, dass das Universum bereit ist, dir alles zu geben, was du brauchst. Du musst nur bereit sein, es zu empfangen. Während du in dieser neuen Klarheit lebst, bemerkst du, dass sich auch dein Umfeld verändert. Menschen, Gelegenheiten und Ereignisse, die vorher unsichtbar waren, treten nun in dein Leben. Es ist, als ob du plötzlich einen inneren Kompass aktiviert hast, der dich in die Richtung deiner Träume lenkt.
Diese Veränderungen sind kein Zufall. Dein Geist hat begonnen, sich auf das zu fokussieren, was wirklich wichtig ist, und das Universum antwortet. Dieser innere Kompass ist dein retikuläres Aktivierungssystem, das wie ein Filter für deine Wahrnehmung fungiert. Es lässt nur die Informationen durch, die mit deinen Zielen übereinstimmen. Du erkennst jetzt, wie mächtig dein Geist wirklich ist. Indem du deine Energie auf deine Ziele richtest, erschaffst du einen Raum, in dem nur noch das existiert, was dich auf deinem Weg unterstützt. Die Zweifel und Ablenkungen, die dich früher zurückgehalten haben, verblassen. Du erkennst auch, dass die Zeit gekommen ist, bewusst zu handeln. Du siehst Gelegenheiten, die vorher nicht da waren, weil du sie nicht wahrgenommen hast. Dein Fokus und deine Klarheit haben die Türen zu diesen Möglichkeiten geöffnet. Jede Entscheidung, die du jetzt triffst, wird von dieser neuen Klarheit geleitet. Du handelst nicht mehr aus Unsicherheit oder Angst, sondern aus einer tiefen inneren Überzeugung, dass du auf dem richtigen Weg bist. Und so gehst du weiter. Du gehst mit klarem Geist, offenem Herzen und festen Schritten in die Richtung deiner Träume. Jeder Tag bringt dir neue Erkenntnisse, neue Zeichen und neue Gelegenheiten, die dich deinem Ziel näher bringen. Du bist auf dem Weg. Du bist bereits auf dem Weg, die Realität zu erschaffen, die du dir immer gewünscht hast. Und du weißt, dass du alles erreichen kannst, wenn du weiterhin auf diese Klarheit vertraust. Du spürst jetzt, dass die Reise der Manifestation nicht nur in deinem Kopf beginnt, sondern tief in deinem Herzen. Deine Emotionen sind der Schlüssel. Sie sind der Motor, der deine Träume in Bewegung setzt. Du hast bereits gelernt, wie wichtig es ist, klare Ziele zu haben. Doch nun verstehst du, dass diese Ziele nur Realität werden können, wenn du sie mit starken, positiven Gefühlen verbindest. Jeder Gedanke, den du hast, trägt eine gewisse Energie in sich. Aber es sind die Emotionen, die diese Energie verstärken und dem Universum das klare Signal senden. Das ist es, was ich will. Stell dir vor, du visualisierst dein Ziel. Vielleicht ist es ein erfülltes, glückliches Leben, Erfolg in deiner Karriere oder eine harmonische Beziehung. Du siehst es vor deinem inneren Auge, als ob es bereits geschehen wäre. Und jetzt füge diesem Bild die intensiven Gefühle hinzu, die du empfinden würdest, wenn dieser Traum Wirklichkeit wird. In diesem Moment wird die Visualisierung lebendig. Du spürst die Freude, die Erfüllung, die Dankbarkeit. Es ist nicht mehr nur eine Vorstellung, es ist eine Erfahrung. Du erlebst es bereits in deinem Herzen, und das ist der entscheidende Schritt. Denn das Universum reagiert nicht nur auf das, was du denkst, sondern viel stärker auf das, was du fühlst. Deine Emotionen sind das Signal, das deine Wünsche in die materielle Welt bringt. Doch du erkennst auch, dass du manchmal von negativen Gefühlen überwältigt wirst. Diese Emotionen, Zweifel, Angst, Unsicherheit, haben die Macht, deine Manifestationen zu blockieren. Du verstehst, dass es wichtig ist, diese negativen Gefühle nicht zu ignorieren, sondern sie anzuerkennen und dann bewusst zu transformieren. Wann immer du merkst, dass du in einen Zustand der Sorge oder des Zweifels gerätst, hältst du inne. Du atmest tief ein und entscheidest dich bewusst für ein anderes Gefühl. Du weißt jetzt, dass du die Macht hast, deine Emotionen zu steuern. Du kannst dich entscheiden, wie du dich fühlen möchtest. Du kannst dich entscheiden, die Freude, das Vertrauen und die Dankbarkeit zu fühlen, auch wenn deine äußeren Umstände noch nicht so sind, wie du sie dir wünschst. Diese innere Entscheidung ist der Schlüssel zur Manifestation. Jeden Tag übst du dich darin, deine Emotionen zu kultivieren. Du startest deinen Morgen mit einer Visualisierung, in der du dir nicht nur deine Ziele vorstellst, sondern auch die Gefühle erlebst, die damit einhergehen. Du gehst durch den Tag mit einem Bewusstsein dafür, wie du dich fühlst, und du richtest deine Emotionen immer wieder neu aus, wenn du merkst, dass sie dich von deinem Weg abbringen könnten. Und das Wunderbare geschieht: Je mehr du dich auf diese positiven Gefühle einlässt, desto mehr scheint das Universum auf dich zu reagieren. Du siehst, wie Menschen, Gelegenheiten und Ereignisse in dein Leben treten, die genau zu den Gefühlen und Zielen passen, die du in dir trägst. Es ist, als ob du ein Magnet für all das Gute geworden bist, das du dir wünschst. Denn das ist das Geheimnis der Manifestation. Was du fühlst, ziehst du an. Je mehr du in der Freude, der Dankbarkeit und dem Vertrauen lebst, desto schneller und kraftvoller manifestieren sich deine Träume. Du hast gelernt, wie kraftvoll deine Gedanken und Emotionen sind. Doch jetzt erkennst du, dass es noch einen weiteren entscheidenden Schritt gibt: die Reprogrammierung deines Unterbewusstseins.
All deine bewussten Wünsche und Ziele werden ständig durch die tief verwurzelten Glaubenssätze in deinem Unterbewusstsein beeinflusst. Diese Glaubenssätze sind wie unsichtbare Fäden, die dein Leben lenken, ohne dass du es merkst. Von klein auf wurdest du geprägt, von deiner Familie, deiner Umgebung, den Menschen um dich herum. Diese Prägungen haben Glaubenssätze in dir erschaffen, die oft im Verborgenen wirken. Vielleicht hast du unbewusste Überzeugungen, die dir sagen, dass du nicht genug bist, dass Erfolg schwer zu erreichen ist, oder dass du nicht verdient hast, glücklich zu sein. Solche Gedanken können wie Anker wirken, die dich zurückhalten, egal wie klar deine Ziele sind. Aber du weißt jetzt, dass du diese tiefen Überzeugungen verändern kannst. Der erste Schritt ist, dir dieser Glaubenssätze bewusst zu werden. Du beginnst, auf deine inneren Dialoge zu achten. Welche Worte flüstert dir dein Verstand zu, wenn du an deine Träume denkst? Wo fühlst du Zweifel oder Widerstand? Das Bewusstsein für diese Gedanken ist der Schlüssel, um sie zu transformieren. Und hier kommen die Affirmationen ins Spiel. Affirmationen sind positive, kraftvolle Aussagen, die dein Unterbewusstsein neu programmieren. Sie sind wie Samen, die du in den fruchtbaren Boden deines Geistes pflanzt, um neue Überzeugungen zu kultivieren. Aber es reicht nicht, sie einfach nur zu wiederholen. Du musst sie fühlen. Du musst sie in der Gegenwart erleben, als wären sie bereits wahr. Anstatt zu sagen, ich möchte erfolgreich sein, erklärst du, ich bin erfolgreich. Dein Unterbewusstsein versteht keine Zukunft oder Vergangenheit. Es reagiert auf das Jetzt. Du erschaffst neue neuronale Verbindungen, indem du diese kraftvollen Aussagen mit tiefen Emotionen verbindest. Und je mehr du dies übst, desto mehr werden diese neuen Überzeugungen Teil deiner Realität. Du startest deinen Tag mit Affirmationen, die deine neuen Glaubenssätze festigen. Du sagst dir, ich bin fähig, alles zu erreichen, was ich mir vornehme. Ich bin wertvoll. Ich ziehe Wohlstand in mein Leben. Anfangs fühlst du vielleicht noch den Widerstand in dir, als ob ein Teil von dir noch nicht ganz daran glaubt. Aber mit jeder Wiederholung, mit jedem Tag, wird dieser Widerstand schwächer und die neuen Überzeugungen werden stärker. Während du diese neuen Überzeugungen kultivierst, bemerkst du, wie sich dein Verhalten ändert. Du gehst selbstbewusster in Situationen, die dich früher verunsichert hätten. Du siehst Chancen, wo du früher nur Probleme gesehen hast. Die Menschen um dich herum bemerken deine Veränderung. Du strahlst eine neue Energie aus, eine Energie von innerer Stärke und Überzeugung. Und dann kommt der Moment, in dem du beginnst, die Ergebnisse in deinem Leben zu sehen. Kleine Erfolge tauchen auf, die dir zeigen, dass sich deine Realität an deine neuen Glaubenssätze anpasst. Du spürst, wie die alten begrenzenden Gedanken allmählich verschwinden und Platz machen für eine neue, grenzenlose Sicht auf dich selbst und die Welt. Dies ist der wahre Beginn deiner Transformation. Es geht nicht nur darum, äußere Ziele zu erreichen, es geht darum, deine tiefsten Überzeugungen zu verändern. Du bist nicht mehr der Mensch, der du gestern warst. Du bist auf dem Weg, die kraftvollste Version von dir selbst zu werden. Mit jeder Affirmation, mit jedem neuen Glaubenssatz baust du dein Leben neu auf. Du hast jetzt gelernt, deine Gedanken und Glaubenssätze neu zu programmieren, um die Realität zu erschaffen, die du dir wünschst. Doch es gibt einen weiteren oft übersehenen Schlüssel zur Manifestation: Dankbarkeit. Dankbarkeit ist die Brücke zwischen dem, was du bereits hast, und dem, was du manifestieren möchtest. Sie ist die Energie, die das Universum bewegt, um noch mehr Fülle in dein Leben zu bringen. Vielleicht hast du dich schon einmal dabei ertappt, dich auf das zu konzentrieren, was dir fehlt. Auf die Dinge, die du noch nicht erreicht hast oder die dir vermeintlich im Weg stehen. Aber die Wahrheit ist, wenn du dich auf Mangel konzentrierst, ziehst du mehr Mangel an. Deine Energie folgt deiner Aufmerksamkeit. Und wenn deine Aufmerksamkeit auf dem Mangel ruht, dann wird auch das Universum dir mehr davon geben. Aber das Gegenteil ist genauso wahr. Wenn du dich auf die Fülle in deinem Leben konzentrierst, wenn du aufrichtig dankbar für das bist, was du bereits hast, wirst du mehr Fülle anziehen. Dankbarkeit verwandelt deine Energie und bringt dich in Einklang mit den höchsten Schwingungen des Universums. Sie öffnet die Türen für noch mehr Segnungen, weil sie das Signal aussendet. Ich bin bereit, noch mehr zu empfangen. Du beginnst jeden Morgen mit einem einfachen Ritual. Du zählst drei Dinge auf, für die du dankbar bist. Es spielt keine Rolle, wie klein oder groß diese Dinge sind. Was zählt, ist das Gefühl, das du damit verbindest. Du spürst die Dankbarkeit in deinem Herzen, als wäre es ein sanftes, warmes Licht, das sich in dir ausbreitet. Dieses Gefühl verändert alles.
Vielleicht startest du damit, dankbar für einfache Dinge zu sein, wie den Atem, den du atmest, oder das Dach über deinem Kopf. Doch mit der Zeit beginnst du immer tiefer zu gehen. Du siehst die Segnungen auch in den Herausforderungen deines Lebens. Du erkennst, dass sogar die schwierigen Zeiten dir wertvolle Lektionen gebracht haben. Selbst in den Momenten, die schmerzhaft waren, gab es Wachstum und du fühlst Dankbarkeit für diese Lektionen. Dieses Gefühl von Dankbarkeit durchdringt nun dein ganzes Wesen. Du trägst es nicht nur am Morgen, sondern während des gesamten Tages bei dir. Und du bemerkst die Veränderung. Dein Fokus hat sich verschoben. Du achtest nicht mehr darauf, was du nicht hast, sondern auf die Fülle, die bereits in deinem Leben existiert. Diese Schwingung von Dankbarkeit zieht noch mehr Dinge an, für die du dankbar sein kannst. Ein überraschendes Ereignis tritt ein. Etwas, das du dir gewünscht hast, erscheint plötzlich in deinem Leben und es fühlt sich mühelos an. Du erkennst, dass Dankbarkeit der Magnet war, der diese Fülle zu dir gebracht hat. Es war nicht das Streben, nicht die Anstrengung, sondern das Loslassen und die tiefe Dankbarkeit für das, was bereits da ist. Du entscheidest dich, diese Praxis jeden Tag zu vertiefen. Du führst ein Dankbarkeitstagebuch, in das du all die Dinge schreibst, die dir Freude bereiten und die du bereits in deinem Leben hast. Und je mehr du dies tust, desto mehr spürst du, wie sich deine Realität verändert. Das Universum reagiert auf deine Schwingung und es gibt dir mehr Gründe, dankbar zu sein. Dankbarkeit ist nicht nur eine Übung, sie wird zu deiner neuen Lebensweise. Du beginnst, alles mit anderen Augen zu sehen. Jede Begegnung, jede Erfahrung, jedes kleine Detail deines Alltags wird zu einem Grund, dankbar zu sein. Du bist eingetreten in einen unendlichen Kreislauf von Geben und Empfangen, von Dankbarkeit und Fülle. Während du die Kraft der Dankbarkeit meisterst, beginnst du zu verstehen, dass Manifestation nicht nur aus Gedanken und Gefühlen besteht. Ein weiterer entscheidender Teil des Puzzles ist das Handeln. Aber es geht nicht um irgendeine Art von Handlung, es geht um inspiriertes Handeln. Dieses Handeln ist nicht aus Zwang oder Stress herausgeboren, sondern aus einem tiefen Gefühl von Intuition und innerer Führung. Es ist der Schritt, der dich in den Fluss des Universums bringt, in Harmonie mit deinen Wünschen. Du erkennst jetzt, dass Träumen alleine nicht ausreicht. Visualisieren und fühlen ist kraftvoll, doch ohne Bewegung, ohne den Mut voranzuschreiten, bleiben deine Wünsche nur Gedanken im Raum. Das Universum kann dir Türen öffnen, aber du bist es, der durch sie gehen muss. Dies bedeutet jedoch nicht, dass du dich anstrengen oder kämpfen musst. Vielmehr ist es ein Handeln, das sich mühelos anfühlt, als ob du vom Leben getragen wirst. Es gibt einen entscheidenden Unterschied zwischen forciertem Handeln und inspiriertem Handeln. Forciertes Handeln ist geprägt von Angst, von dem Gefühl, dass du etwas erzwingen musst, um deine Ziele zu erreichen. Es ist eine Handlung, die oft von Zweifeln begleitet wird, ob sie die richtige ist. Inspiriertes Handeln hingegen kommt aus einem tiefen Vertrauen. Es ist, als würdest du auf einen inneren Ruf hören, der dir den nächsten Schritt klar zeigt. Du lernst, auf diese innere Stimme zu hören. Es sind oft die kleinen Hinweise, die das Universum dir gibt. Eine plötzliche Idee, ein unerwarteter Anruf, ein zufälliges Treffen. Diese scheinbar zufälligen Ereignisse sind die Wegweiser des Universums, die dir zeigen, dass du auf dem richtigen Weg bist. Du beginnst, deine Intuition mehr und mehr zu schätzen und zu vertrauen. An einem Tag spürst du ein starkes Gefühl, etwas zu tun, vielleicht jemanden zu kontaktieren, den du schon lange nicht mehr gesehen hast, oder an einem bestimmten Ort vorbeizugehen. Du folgst diesem Gefühl, obwohl du keine genaue Erklärung dafür hast. Und was passiert? Eine überraschende Gelegenheit öffnet sich dir, genau in dem Moment, als du diesen Schritt wagst. Das ist der Zauber des inspirierten Handelns. Es ist, als ob das Universum dir den Weg zeigt, aber du musst bereit sein, diesen Weg zu gehen. Diese Handlungen fühlen sich leicht an, fast mühelos. Sie erfordern keinen großen Aufwand, sondern fließen aus deinem Vertrauen und deiner Verbindung mit dem Universum. Du bemerkst auch, dass du durch dieses inspiriertes Handeln mehr in Harmonie mit deinen Zielen bist. Deine Handlungen stimmen jetzt mit deinen Wünschen überein. Früher hast du vielleicht aus Angst gehandelt, aus einem Gefühl, dass du unbedingt etwas tun musst, um Ergebnisse zu sehen. Jetzt weißt du, dass die besten Ergebnisse aus einer tiefen inneren Ruhe und dem Vertrauen auf deine Intuition entstehen. Je mehr du dich auf diese Art des Handelns einlässt, desto mehr fühlst du dich unterstützt. Es ist, als ob das Universum dir den Rücken stärkt.
dir zur richtigen Zeit die richtigen Menschen und Möglichkeiten zuschickt. Du hast keine Angst mehr, den nächsten Schritt zu machen, denn du weißt, dass jeder Schritt dich näher an deine Träume bringt. Und das auf eine Weise, die im Einklang mit deinem wahren Selbst steht. Inspiriertes Handeln ist die Brücke zwischen deinen inneren Träumen und der äußeren Realität. Es verbindet deine Gedanken und Gefühle mit der physischen Welt. Du gehst nicht mehr blind durch das Leben, sondern mit Klarheit, Vertrauen und einem offenen Herzen. Und je mehr du in diesen Fluss des Lebens eintauchst, desto mehr erkennst du, dass das Universum dich immer unterstützt, solange du bereit bist, den ersten Schritt zu machen. Du stehst nun an einem Punkt deiner Reise, an dem du erkannt hast, dass die Kraft der Manifestation in dir liegt, in deinen Gedanken, deinen Emotionen und deinen Handlungen. Doch um deine Träume wirklich zu verwirklichen, musst du auch bereit sein, deine Komfortzone zu verlassen. Das ist der Ort, an dem sich deine Sicherheit befindet, aber auch deine Begrenzungen. Wachstum und Veränderung können nur geschehen, wenn du den Mut hast, dich über das hinauszuwagen, was dir vertraut ist. Es gibt in jedem von uns diese innere Stimme, die uns dazu ermutigt, uns auf neue Herausforderungen einzulassen. Und doch gibt es auch jene andere, leise Stimme, die uns zurückhält. Diese Stimme flüstert uns zu, dass es sicherer ist, zu bleiben, wo wir sind, dass das Risiko zu groß ist, dass wir scheitern könnten. Doch du erkennst jetzt, dass diese Stimme der Angst nicht mehr über dein Leben bestimmen darf. Die Komfortzone ist der Bereich, in dem nichts Neues wächst. Sie ist der Raum, in dem du dich sicher fühlst, aber auch stagnierst. Während du in deinem Inneren spürst, dass mehr auf dich wartet, dass du zu mehr fähig bist, wird es manchmal unbequem. Dieser Unbehagen ist nicht dein Feind. Es ist ein Zeichen, dass du kurz davor stehst, zu expandieren, zu wachsen und dich selbst zu übertreffen. Heute entscheidest du dich, diesen Unbehagen nicht mehr als etwas Negatives zu sehen. Du entscheidest dich, ihn als einen Hinweis auf Wachstum und Transformation zu erkennen. Du weißt, dass wahre Veränderung nicht in der Bequemlichkeit stattfindet, sondern in dem Moment, in dem du den Mut hast, einen Schritt ins Unbekannte zu machen. Anfangs mag dieser Schritt klein sein. Vielleicht wagst du es, eine Entscheidung zu treffen, die dir bisher Angst gemacht hat. Oder du beginnst, etwas Neues zu lernen, das dich auf lange Sicht voranbringen wird. Doch jeder kleine Schritt hinaus aus deiner Komfortzone führt zu einem weiteren und noch größeren Schritt. Und schon bald wirst du dich in einer neuen Realität wiederfinden, in einer, die deine alten Begrenzungen weit hinter sich lässt. Das Verlassen deiner Komfortzone bedeutet auch, alte Muster und Überzeugungen hinter dir zu lassen. Du hast erkannt, dass du nicht länger durch die Gedanken und Meinungen anderer begrenzt sein möchtest. Die Angst vor dem Urteil anderer ist eine der größten Schranken, die Menschen in ihrer Komfortzone halten. Doch du spürst, dass du für dich selbst leben willst, dass du deine Träume und dein Potenzial voll ausschöpfen möchtest. Es gibt einen Moment, in dem du die Wahl hast. Wirst du auf Nummer sicher gehen und in deinem vertrauten Rahmen bleiben? Oder wirst du den Sprung ins Unbekannte wagen? Du weißt jetzt, dass jede großartige Manifestation eine gewisse Kühnheit erfordert. Der Weg zu deinen Träumen führt dich durch neue Territorien, durch Herausforderungen und Abenteuer, die du vorher vielleicht gemieden hast. Aber diese neuen Erfahrungen werden dir neue Fähigkeiten bringen, neue Einsichten und vor allem neue Möglichkeiten. Du beginnst zu verstehen, dass sich das Universum genau dann für dich öffnet, wenn du dich dem Unbekannten stellst. Es wird dich unterstützen, weil du zeigst, dass du bereit bist, über dich hinauszuwachsen. Die alten Grenzen, die dich einst festhielten, beginnen zu verschwimmen und du erlebst, wie sich dein Leben in einer Weise entfaltet, die du zuvor nicht für möglich gehalten hast. Indem du deine Komfortzone verlässt, sendest du dem Universum ein klares Signal. Ich bin bereit. Ich bin bereit zu wachsen, zu lernen und alles zu empfangen, was das Leben mir bietet. Und während du dies tust, öffnest du dich einer Welt voller Wunder und Möglichkeiten. Während du mutig den Schritt aus deiner Komfortzone gemacht hast, bemerkst du, dass das Universum beginnt, auf wundersame Weise mit dir zu kommunizieren. Es sind diese scheinbar kleinen, aber bedeutungsvollen Momente, in denen alles perfekt zusammenpasst. Als ob unsichtbare Fäden dich zu den richtigen Menschen, Gelegenheiten und Ereignissen führen. Dies sind die Synchronizitäten des Lebens, die magischen Zufälle, die dir zeigen, dass du im Einklang mit dem Universum bist. Du hast angefangen, diese Zeichen zu bemerken,
Es ist, als ob das Universum zu dir flüstert und dir leise Hinweise gibt. Vielleicht gehst du einen Weg entlang, den du sonst nie gehst, und triffst genau die Person, die dir die Information oder Unterstützung gibt, die du gerade brauchst. Oder vielleicht kommt eine Idee in deinen Kopf und kurz darauf taucht eine Gelegenheit auf, die perfekt zu dieser Idee passt. Dies sind keine Zufälle. Sie sind das Ergebnis deines bewussten Handelns, deiner klaren Intention und deiner Bereitschaft, dich dem Fluss des Lebens hinzugeben. Jede dieser Synchronizitäten ist ein Hinweis darauf, dass du dich auf dem richtigen Weg befindest. Früher hast du solche Ereignisse vielleicht als Glück oder Zufall abgetan. Doch jetzt weißt du es besser. Du weißt, dass das Universum auf deine Gedanken und Gefühle reagiert und dir genau die Menschen, Situationen und Gelegenheiten bringt, die mit deiner Schwingung übereinstimmen. Du befindest dich in einem ständigen Dialog mit dem Universum und je offener und aufmerksamer du bist, desto mehr wirst du diese magischen Momente erleben. Es ist, als ob du dich auf einer Welle des Lebens bewegst. Und diese Welle trägt dich genau dorthin, wo du sein sollst. Du musst nicht mehr kämpfen, du musst nicht mehr alles unter Kontrolle halten. Du erkennst, dass, wenn du dich im Einklang mit deinen Wünschen und dem Universum befindest, die Dinge auf natürliche und fließende Weise geschehen. Die richtigen Türen öffnen sich zur richtigen Zeit. Eines Tages hast du vielleicht einen Gedanken an eine bestimmte Person und kaum, dass du daran denkst, erhältst du eine Nachricht von ihr. Oder du suchst nach einer Lösung für ein Problem und plötzlich liest du etwas oder hörst jemanden sprechen, der genau die Antwort liefert, die du brauchst. Diese Ereignisse sind das Zeichen, dass du und das Universum zusammenarbeiten, dass du mit dem größeren Plan in Einklang bist. Du beginnst, dich auf diese Synchronizitäten zu verlassen, nicht in einer abwartenden Haltung, sondern in einer Haltung des Vertrauens. Du weißt, dass alles zur richtigen Zeit zu dir kommen wird. Du hörst auf, Dinge zu erzwingen oder dich über den Ablauf von Ereignissen zu sorgen. Stattdessen vertraust du darauf, dass das Universum immer den perfekten Zeitpunkt kennt. Dies gibt dir eine tiefe innere Ruhe und das Gefühl, dass du nicht allein bist. Je mehr du in diesen Fluss des Lebens eintauchst, desto mehr spürst du, wie sich alles leichter anfühlt. Du weißt, dass du nicht jeden Schritt genau planen musst, denn das Universum hat einen größeren Plan für dich und dieser Plan wird oft auf überraschende und wunderschöne Weise enthüllt. Du musst nur wachsam und empfänglich sein, um die Zeichen zu erkennen. Diese Synchronizitäten sind die Art und Weise, wie das Universum mit dir spricht. Sie sind die Bestätigung, dass du auf dem richtigen Weg bist. Und je mehr du ihnen vertraust, desto mehr wirst du in diese magische Zusammenarbeit mit dem Universum eintreten. Du erkennst, dass das Leben ein Tanz ist, bei dem du nicht allein bist. Du tanzt zusammen mit den Energien des Universums und dieser Tanz führt dich genau dorthin, wo du sein sollst. Also beginnst du, diese kleinen und großen Zeichen zu feiern. Du siehst sie als Geschenke, als kleine Wunder, die dir den Weg zeigen. Und mit jedem Schritt wächst dein Vertrauen in den Fluss des Lebens. Du hast nun begonnen, die Magie der Synchronizität zu erkennen. Und dein Vertrauen in den Fluss des Lebens wächst mit jedem Tag. Doch es gibt noch eine weitere Ebene, die dich tiefer in die Manifestation deiner Träume führt. Hingabe und Loslassen. Es ist die Kunst, deine Wünsche und Ziele mit Klarheit zu setzen, aber gleichzeitig die Kontrolle über das Ergebnis und den genauen Weg dorthin loszulassen. Dies ist der Moment, in dem du dem Universum wirklich vertraust, dass alles zur richtigen Zeit und auf die beste Weise geschehen wird. Früher hast du vielleicht geglaubt, dass du jedes Detail deines Lebens selbst in die Hand nehmen musst, dass du genau wissen musst, wie, wann und wo deine Wünsche erfüllt werden. Doch jetzt weißt du, dass es nicht deine Aufgabe ist, den genauen Weg zu kontrollieren. Deine Aufgabe ist es, Klarheit zu schaffen, deine Schwingung hochzuhalten, inspiriert zu handeln und dann loszulassen. Das ist das Geheimnis der wahren Manifestation. Wenn du deine Wünsche mit einer solchen Hingabe freigibst, gibst du dem Universum den Raum, auf die schönste und oft unerwartetste Weise zu antworten. Du erkennst, dass du nur eine begrenzte Sicht auf das Leben hast. Du siehst nur den kleinen Ausschnitt, den du vor dir hast. Doch das Universum sieht das ganze Bild. Es kennt Möglichkeiten, von denen du noch nicht einmal geträumt hast. Es kennt die perfekte Zeit, den perfekten Ort und die perfekten Umstände, um deine Wünsche in die Realität zu bringen. Dieser Akt des Loslassens kann anfangs beängstigend sein. Es fühlt sich an,
als würdest du die Kontrolle verlieren. Aber in Wirklichkeit gewinnst du etwas viel Größeres. Das Vertrauen in den Fluss des Lebens. Du erkennst, dass du nicht alles wissen musst. Du musst nur bereit sein, dem Leben zu vertrauen und dich von ihm führen zu lassen. Ein Beispiel dafür erlebst du vielleicht, wenn du auf ein bestimmtes Ergebnis hoffst. Vielleicht auf einen neuen Job oder eine bestimmte Gelegenheit. Du bist voller Erwartung, dass genau diese Chance der Schlüssel zu deinem Erfolg ist. Doch dann geschieht etwas Unerwartetes. Diese Tür schließt sich, die Gelegenheit schwindet und du fühlst vielleicht zunächst Enttäuschung oder Frustration. Doch tief in dir weißt du jetzt, dass das Universum nur einen besseren Weg für dich vorbereitet hat. Kurz nachdem diese Tür geschlossen wurde, öffnet sich eine andere, eine viel größere, eine, die du nie erwartet hättest. Und du erkennst, dass genau diese Gelegenheit noch viel besser zu deinen Wünschen und deinem höchsten Wohl passt. Dies ist die Kraft des Loslassens. Wenn du aufhörst, an einem bestimmten Ergebnis festzuhalten, öffnest du dich für die unendlichen Möglichkeiten des Universums. Hingabe bedeutet auch, sich vom Wie zu lösen. Du gibst die Vorstellung auf, dass du genau wissen musst, wie deine Wünsche in Erfüllung gehen werden. Du vertraust darauf, dass das Wie die Aufgabe des Universums ist. Dein Job ist es, das Was und das Warum klar zu definieren und dann in einer Haltung des Vertrauens und der Dankbarkeit zu leben. Wenn du loslässt, gibst du dem Universum die Freiheit, auf seine eigene magische Weise zu wirken. Dieser Prozess des Loslassens bringt auch Frieden in dein Leben. Du hörst auf, gegen den Strom zu kämpfen und beginnst, mit dem Fluss zu schwimmen. Du erkennst, dass das Universum immer auf deiner Seite ist, immer daran arbeitet, dir das Beste zu bringen. Es geht nicht mehr darum, krampfhaft an deinen Vorstellungen festzuhalten, sondern darum, sich in die Arme des Lebens fallen zu lassen, in das Vertrauen, dass alles genau so kommt, wie es kommen soll. Und während du diesen neuen, freieren Weg gehst, spürst du, wie sich deine Energie verändert. Du fühlst dich leichter, ruhiger und in dieser Ruhe öffnet sich der Raum für Wunder. Denn wenn du loslässt, gibst du dem Universum die Möglichkeit, noch größere, noch schönere Dinge in dein Leben zu bringen, als du es dir jemals vorstellen könntest. Während du die Kunst des Loslassens und des Vertrauens meisterst, spürst du eine tiefere Verbindung mit dem Universum. In diesem Zustand der Hingabe beginnt sich etwas Wundervolles in deinem Inneren zu entfalten, ein tiefer, unerschütterlicher Frieden im gegenwärtigen Moment. Du erkennst, dass das Leben nicht in der Vergangenheit liegt und auch nicht in einer erträumten Zukunft. Das wahre Leben, die wahre Fülle, existiert nur jetzt. Früher hast du vielleicht viel Zeit damit verbracht, über die Vergangenheit nachzudenken. Was hätte anders laufen können, was du anders gemacht hättest? Oder du hast dich in Gedanken über die Zukunft verloren, voller Ängste und Unsicherheiten darüber, was kommen mag. Doch in deinem Prozess der Manifestation lernst du, dass das ständige Nachdenken über das Gestern oder die Sorge um das Morgen dich davon abhält, die Kraft des Jetzt zu nutzen. Der gegenwärtige Moment ist der einzige Ort, an dem du wirklich lebst, an dem du wirklich die Macht hast, deine Realität zu verändern. In diesem Moment bist du verbunden mit der unendlichen Quelle des Universums. Wenn du in der Gegenwart lebst, verbindest du dich mit der Energie, die alles erschafft. Hier und jetzt hast du die Kontrolle über deine Gedanken, deine Gefühle und deine Handlungen. Hier und jetzt kannst du wählen, in Freude und Dankbarkeit zu leben, unabhängig davon, wie deine äußeren Umstände aussehen. Du beginnst jeden Tag bewusster zu leben. Es sind die kleinen Momente, die dir zeigen, wie schön und reich das Leben bereits ist. Du trinkst deinen Morgenkaffee und spürst den warmen Dampf auf deiner Haut. Du gehst spazieren und bemerkst die frische Luft, das Rascheln der Blätter, das Sonnenlicht, das durch die Bäume bricht. Diese Momente sind keine gewöhnlichen Momente mehr. Sie sind ein Geschenk und du nimmst sie jetzt mit ganzem Herzen wahr. Dieser gegenwärtige Moment ist auch der Raum, in dem deine Dankbarkeit am stärksten wächst. Früher hast du vielleicht darauf gewartet, dass große Dinge geschehen, um dich dankbar zu fühlen. Aber jetzt erkennst du, dass Dankbarkeit nicht von äußeren Ereignissen abhängt. Sie ist ein innerer Zustand. Du kannst dich jeden Moment dafür entscheiden, dankbar zu sein, für den Atem, den du atmest, für die Menschen in deinem Leben, für die Chancen, die sich dir bieten und sogar für die Herausforderungen, die dich wachsen lassen. In dieser neuen Haltung des Friedens und der Dankbarkeit erkennst du, wie kraftvoll du wirklich bist. Du bemerkst,
dass das Universum auf deine innere Schwingung reagiert. Wenn du im gegenwärtigen Moment lebst und dich auf das konzentrierst, was bereits gut und schön ist, ziehst du noch mehr davon an. Deine Gedanken, die so oft in der Vergangenheit oder Zukunft umherirrten, kehren jetzt in die Gegenwart zurück und mit ihnen kommt die Klarheit. Du merkst, dass die Sorgen der Zukunft ihren Halt verlieren, denn du vertraust darauf, dass das Universum sich um die Details kümmern wird. Du fühlst dich getragen von einer Energie, die größer ist als du selbst. In dieser Energie gibt es keinen Mangel, keine Eile, keinen Druck. Du hast die Kontrolle über den einzigen Moment, der zählt, das Jetzt, und das gibt dir eine Freiheit, die du nie zuvor gespürt hast. Auch die Vergangenheit verliert ihren Griff auf dich. Du erkennst, dass alles, was geschehen ist, dir auf die eine oder andere Weise gedient hat. Die Fehler, die Schmerzen, die Verluste, sie waren alle Teil deiner Reise, und du fühlst jetzt eine tiefe Dankbarkeit dafür. Du kannst die Vergangenheit nicht ändern, aber du kannst deine Einstellung dazu verändern. Du kannst sie als wertvolle Lektionen sehen, die dich zu der Person gemacht haben, die du heute bist. Je mehr du dich in den gegenwärtigen Moment hinein entspannst, desto mehr spürst du, wie sich deine Energie verschiebt. Du fühlst dich ruhig, zentriert und in Harmonie mit dem Fluss des Lebens. Dieser Frieden zieht neue Gelegenheiten, neue Menschen und neue Wunder in dein Leben, denn das Universum reagiert immer auf die Schwingung, die du in die Welt sendest. Du bist jetzt in einem Zustand des Empfangens, in dem du die Geschenke des Lebens vollständig annehmen kannst. Und während du diesen Weg gehst, beginnst du zu verstehen, dass dieser Frieden im gegenwärtigen Moment der Schlüssel zu allem ist, was du dir wünschst. Es ist nicht das Streben nach der Zukunft oder das Bedauern der Vergangenheit. Es ist das bewusste, dankbare Leben im Jetzt, das dir die Türen zur unendlichen Fülle des Universums öffnet. In deinem Herzen trägst du nun eine tiefere Erkenntnis. Der gegenwärtige Moment ist der Schlüssel zu all dem, was du je erträumt hast. Doch dies ist nicht das Ende deiner Reise. Es ist nur der Anfang einer neuen Ebene des Bewusstseins. Mit dem Frieden, den du im Jetzt gefunden hast, wächst auch dein Verständnis für die wahre Kraft, die in dir steckt. Du erkennst, dass du die Fähigkeit hast, nicht nur für den Moment zu manifestieren, sondern dein ganzes Leben nach deinen höchsten Vorstellungen zu formen. Du bist jetzt ein Meister der Manifestation. In dieser Phase deiner Reise bemerkst du etwas Wundervolles. Du hast dich verändert. Deine Gedanken, deine Emotionen und deine Handlungen haben sich so stark gewandelt, dass deine Realität beginnt, diesen inneren Wandel wiederzuspiegeln. Dinge, die du früher für unmöglich gehalten hast, treten nun mühelos in dein Leben. Es ist, als ob sich die gesamte Welt um dich herum neu formt, um deinem inneren Zustand zu entsprechen. Du fühlst eine tiefe Klarheit in dir, eine unerschütterliche Überzeugung, dass du der Schöpfer deines Lebens bist. Du weißt jetzt, dass du in jedem Moment die Macht hast, das Leben zu wählen, das du möchtest. Deine Wünsche sind nicht länger bloße Hoffnungen. Sie sind Absichten, die du bewusst ins Universum sendest. Und das Universum antwortet mit Fülle, mit Gelegenheiten, mit neuen Wegen, die dich zu deinen Träumen führen. Du hast gelernt, dass es nicht nur darum geht, die richtigen Gedanken zu haben. Es geht darum, dein ganzes Wesen, deine Gedanken, deine Gefühle, deine Überzeugungen und deine Handlungen in Einklang mit dem zu bringen, was du erschaffen möchtest. Du hast die Macht, dein Unterbewusstsein zu programmieren, deine Schwingung zu erhöhen und dich mit der höchsten Version deiner selbst zu verbinden. In dieser neuen Phase deines Lebens erlebst du Manifestation als etwas Natürliches, fast Spielerisches. Du hast die Schwere und den Druck losgelassen, der früher mit deinen Wünschen verbunden war. Jetzt manifestierst du aus einem Ort des Vertrauens und der Leichtigkeit. Du setzt deine Intentionen, du fühlst die Freude und Dankbarkeit für das, was bereits da ist, und dann lässt du los. Du vertraust darauf, dass das Universum dir immer genau das bringt, was du brauchst, zur richtigen Zeit auf die richtige Weise. Die kleinen Erfolge, die du anfangs bemerkt hast, haben sich zu größeren, bedeutungsvolleren Manifestationen entwickelt. Vielleicht hast du den Job bekommen, von dem du geträumt hast, oder du hast eine neue Beziehung in dein Leben gezogen, die dich auf eine Weise erfüllt, die du nie für möglich gehalten hättest. Diese äußeren Erfolge sind wunderbare Bestätigungen dessen, was du im Inneren transformiert hast. Doch du erkennst, dass der wahre Erfolg nicht nur im Erreichen dieser äußeren Ziele liegt. Der wahre Erfolg liegt in dem Frieden, den du in dir gefunden hast, in dem Vertrauen, das dich jetzt in jedem Moment begleitet. Du fühlst dich sicher
geliebt und geführt, egal was im Außen geschieht. Dieses innere Gefühl der Erfüllung ist der größte Schatz, den du auf dieser Reise gefunden hast. Du erkennst auch, dass du jetzt eine Quelle der Inspiration für andere geworden bist. Menschen um dich herum bemerken deine Veränderung. Sie sehen die Leichtigkeit, die Freude, die Gelassenheit, die du ausstrahlst, und sie fragen sich, wie auch sie diese Kraft in ihrem Leben aktivieren können. Ohne es zu merken, hast du begonnen, das Licht deiner eigenen Transformation auf andere zu strahlen. Du teilst deine Erfahrungen, deine Weisheiten und deine Erkenntnisse mit denen, die ebenfalls bereit sind, ihre Realität zu verändern. Du siehst, dass Manifestation nicht nur eine persönliche Reise ist, sie ist auch ein Geschenk an die Welt. Je mehr du in deiner eigenen Kraft stehst, desto mehr inspirierst du andere, dasselbe zu tun. Du beginnst, das Leben nicht nur für dich selbst zu manifestieren, sondern auch für die Menschen, die du liebst, für die Gemeinschaft, der du dienst und für die Welt, die du miterschaffst. Dies ist der Höhepunkt deiner Reise, aber auch der Anfang von etwas Größerem. Denn je mehr du manifestierst, desto mehr erkennst du, dass es keine Grenzen gibt. Die Fülle des Universums ist unendlich und du kannst jederzeit auf diese Fülle zugreifen. Es gibt keine Begrenzungen für das, was du erschaffen kannst, wenn du in deinem wahren Selbst ruhst, in dem Wissen, dass du mit dem gesamten Universum verbunden bist. Mit jedem Tag wächst deine Fähigkeit zu manifestieren. Du siehst, wie sich deine Träume in der Realität entfalten, nicht weil du darum kämpfst oder dich anstrengst, sondern weil du im Fluss des Lebens bist. Du bist zu einem bewussten Mitschöpfer geworden und deine Reise der Manifestation hat gerade erst begonnen. Denn jetzt weißt du, es gibt keine Grenzen, nur unendliche Möglichkeiten. Mit deinem neu gewonnenen Bewusstsein stehst du an einem Wendepunkt, bereit für eine neue Phase deiner Manifestationsreise. Du hast die Prinzipien verinnerlicht, die dir den Weg zu deinen Träumen gezeigt haben. Aber nun erkennst du etwas noch Tieferes. Das Universum hört nie auf, dir zu dienen. Es ist ein ständiger Fluss von Energie, der auf deine Gedanken, Gefühle und Handlungen reagiert. Und du bist der Schöpfer, der diesen Fluss lenkt. Ein neues Kapitel der Manifestation beginnt, in dem du die volle Kraft und das Potenzial des Universums erfährst. In diesem Moment spürst du eine klare Aufforderung in dir. Es ist Zeit, neue Ziele zu setzen, neue Visionen zu träumen. Du hast bereits so viel erreicht, so viel gelernt. Doch das Leben ruft dich immer weiter. Zu neuen Höhen, neuen Erfahrungen, neuen Träumen. Die Reise der Manifestation ist niemals abgeschlossen, denn mit jedem erfüllten Traum öffnet sich der Raum für noch größere Wünsche, für noch mehr Fülle und Wachstum. Also beginnst du, deine neuen Ziele zu formulieren. Dieses Mal sind sie vielleicht noch mutiger, noch größer als zuvor. Aber du hast keine Angst mehr zu träumen. Du weißt jetzt, dass das Universum keine Grenzen kennt und dass auch du keine haben musst. Du schreibst deine neuen Intentionen auf, genauso klar und präzise wie damals, als du deine Reise begonnen hast. Aber jetzt kommen sie aus einem Ort des tiefen Vertrauens und der inneren Stärke. Du weißt, dass alles, was du dir vorstellen kannst, bereits auf dem Weg zu dir ist. Während du deine neuen Visionen formulierst, bemerkst du etwas Bemerkenswertes. Es fühlt sich leichter an als je zuvor. Früher hättest du vielleicht gezweifelt oder dich gefragt, ob du wirklich fähig bist, all das zu erreichen. Doch jetzt hast du diese Zweifel losgelassen. Du spürst eine tiefe Verbindung zu deinen Wünschen, als wären sie bereits Realität. Das ist der Unterschied. Du handelst aus einem Bewusstsein der Fülle, nicht des Mangels. Diese neuen Ziele fließen mühelos zu dir, weil du die Kunst des inspirierten Handelns gemeistert hast. Du weißt, dass du nicht hart kämpfen musst, um deine Träume zu verwirklichen. Stattdessen hörst du auf deine innere Führung, folgst den Impulsen, die aus deinem Herzen kommen, und lässt dich von den Synchronizitäten des Lebens leiten. Du gehst Schritt für Schritt voran, immer im Einklang mit der universellen Energie, die dich unterstützt. Die Möglichkeiten, die sich jetzt in deinem Leben eröffnen, sind größer und vielfältiger, als du dir je erträumt hättest. Es ist, als ob du in einen Raum der unbegrenzten Potenziale eingetreten bist. Jeder Tag bringt neue Überraschungen, neue Türen, die sich öffnen. Doch du bist nicht überrascht. Du erwartest diese Wunder, weil du weißt, dass das Universum unaufhörlich für dich arbeitet. Mit dieser neuen Klarheit über deine Ziele erkennst du auch, dass du nicht mehr von Eile getrieben wirst. Früher hast du vielleicht das Gefühl gehabt, dass du bestimmte Dinge zu einer bestimmten Zeit erreichen musst.
Doch jetzt verstehst du, dass das Timing des Universums perfekt ist. Alles kommt zu dir, genau dann, wenn es kommen soll. Es gibt keine Hektik, keinen Druck. Du kannst dich in den Fluss des Lebens fallen lassen und mit Vertrauen und Geduld empfangen. Während du diesen neuen Abschnitt deiner Manifestationsreise beginnst, erkennst du eine weitere Wahrheit. Du bist nie allein. Das Universum ist nicht nur eine vage, unpersönliche Kraft. Es ist ein liebevolles, intelligentes Feld, das in jedem Moment auf deine Schwingung reagiert. Du fühlst dich unterstützt, geliebt und geführt. Diese Verbindung gibt dir eine tiefe Sicherheit, die unabhängig von äußeren Umständen ist. Du weißt, dass du in jeder Situation auf diese Verbindung vertrauen kannst. Diese neue Phase deiner Reise bringt dir nicht nur äußeren Erfolg, sondern auch tiefe innere Erfüllung. Du erkennst, dass der wahre Reichtum nicht nur in materiellen Errungenschaften liegt, sondern in der Freude, im Frieden und in der Liebe, die du jeden Tag erlebst. Das ist die wahre Magie der Manifestation. Sie verändert nicht nur deine äußere Realität, sondern auch dein inneres Wesen. Während du in diese unendliche Fülle eintauchst, wird dir bewusst, dass dies erst der Anfang ist. Mit jedem erfüllten Wunsch, mit jedem neuen Ziel wächst deine Kraft und du öffnest dich noch mehr den unendlichen Möglichkeiten des Lebens. Du spürst, dass deine Manifestationskraft nicht nur dazu dient, dein eigenes Leben zu bereichern, sondern auch das Leben der Menschen um dich herum. Du teilst dein Licht, deine Weisheit und deine Liebe mit der Welt. Und auf diese Weise manifestierst du nicht nur für dich selbst, sondern für das Wohl aller. Du bist jetzt ein bewusster Mitschöpfer des Universums. Du verstehst, dass es keine Grenzen gibt, nur die Grenzen, die du dir selbst setzt. Und du weißt, dass du jederzeit die Wahl hast, diese Grenzen zu sprengen und noch größer zu träumen. Die Reise der Manifestation ist ein immerwährender Tanz zwischen dir und dem Universum. Und mit jedem Schritt, den du machst, öffnest du dich der unendlichen Fülle, die dir zur Verfügung steht. Das Universum wartet nur darauf, dir noch mehr Wunder zu zeigen. Du bist bereit, diese Wunder zu empfangen, und du weißt, dass die besten Zeiten erst noch kommen. Du hast dich vollständig in die unendlichen Möglichkeiten des Universums eingetaucht, und während du weiter deinen Weg gehst, erkennst du etwas Wundervolles. Das Universum arbeitet immer zu deinem höchsten Wohl. Diese Einsicht ist tiefgreifend, denn sie gibt dir die Freiheit, dein Leben mit völliger Zuversicht und Leichtigkeit zu gestalten. Du weißt, dass alles, was geschieht, ob du es als positiv oder negativ bewertest, letztendlich dazu dient, dich näher an deine höchsten Träume und Ziele zu bringen. Mit diesem Wissen im Herzen lebst du in einem Zustand des Empfangens und Vertrauens. Es ist ein Gefühl der Geborgenheit, das dein tägliches Leben durchdringt. Du vertraust darauf, dass das Universum dir immer genau das bringt, was du brauchst, und oft auf eine Art und Weise, die deine kühnsten Erwartungen übertrifft. Du bist nicht länger an bestimmte Ergebnisse gebunden, weil du erkannt hast, dass das Universum noch größere Pläne für dich hat. Pläne, die du vielleicht noch gar nicht erfassen kannst. In diesem neuen Zustand des Vertrauens erlebst du eine Freiheit, die du zuvor nicht gekannt hast. Du lässt die starren Vorstellungen los, wie die Dinge sein müssen, und öffnest dich stattdessen der Möglichkeit, dass das Leben dir noch mehr geben kann, als du dir jemals vorstellen konntest. Es ist, als ob du dich von den Fesseln der Kontrolle befreist und stattdessen in einem Raum der unendlichen Möglichkeiten lebst. Dieser Raum ist erfüllt von Fülle, Freude und Liebe. Vielleicht triffst du auf Situationen, die nicht genau so verlaufen, wie du es geplant hast. Früher hättest du vielleicht gezweifelt oder versucht, die Dinge mit aller Macht zu ändern. Doch jetzt erkennst du, dass das Leben dir immer das bringt, was für dein Wachstum und deine Entwicklung am besten ist. Selbst Herausforderungen werden jetzt zu Chancen, Gelegenheiten, mehr über dich selbst zu lernen, zu wachsen und dein Vertrauen in das Universum weiter zu stärken. Es gibt keinen Raum mehr für Angst oder Zweifel, denn du weißt, dass du geführt wirst. Jede Entscheidung, die du triffst, ist von einer tiefen inneren Weisheit geleitet. Du hast gelernt, auf deine Intuition zu hören, auf die sanfte Stimme deines Herzens, die dir den Weg weist. Diese Stimme spricht immer in Liebe, nie in Angst, und du hast gelernt, ihr voll und ganz zu vertrauen. Sie führt dich auf deinem einzigartigen Weg, einem Weg, der nur für dich bestimmt ist. Die Reise, auf der du dich befindest, ist nicht nur eine Reise des Manifestierens äußerer Dinge. Es ist eine Reise der Selbsterkenntnis und der inneren Erfüllung. Du erkennst,
dass der wahre Schatz nicht darin liegt, was du besitzt oder was du erreichst, sondern darin, wer du in diesem Prozess wirst. Mit jedem Schritt auf dieser Reise wirst du mehr du selbst, die strahlendste, wahrhaftigste Version deines Wesens. Du siehst die Schönheit in jedem Moment deines Lebens. Selbst die einfachen, alltäglichen Dinge, die früher unbemerkt blieben, sind jetzt Quellen der Freude. Du erkennst, dass jeder Tag, den du erlebst, ein Geschenk ist. Ein neuer Tag voller Möglichkeiten, voller Gelegenheiten, deine Träume weiter zu manifestieren und dein Leben in Dankbarkeit zu leben. Dankbarkeit ist zu einem festen Bestandteil deines Wesens geworden. Du bist dankbar für die großen Manifestationen, die sich in deinem Leben zeigen, aber auch für die kleinen Wunder, die dich täglich umgeben. Du hast gelernt, dass Dankbarkeit die Tür zur Fülle ist. Je mehr du dankbar bist, desto mehr schenkt dir das Leben, für das du dankbar sein kannst. Es ist ein Kreislauf der Liebe, in dem du dich jetzt frei bewegst. Auch wenn neue Herausforderungen auftreten, gehst du ihnen mit einem neuen Bewusstsein entgegen. Du siehst sie nicht mehr als Hindernisse, sondern als Brücken zu noch größeren Segnungen. Du weißt, dass das Leben keine Fehler macht. Jeder Umweg, jede Schwierigkeit ist ein Teil des größeren Plans, der dich zu deinem höchsten Selbst führt. Und während du in diesem Zustand des Vertrauens und der Hingabe lebst, wirst dir eine weitere Wahrheit klar. Du bist ein Mitschöpfer des Universums. Deine Gedanken, deine Gefühle, deine Handlungen, sie formen die Realität, die du erlebst. Du bist nicht länger ein passiver Beobachter deines Lebens, sondern der bewusste Gestalter deiner Welt. Du hast die Macht erkannt, die in dir liegt, und du nutzt sie jetzt, um eine Realität zu erschaffen, die nicht nur dir, sondern auch den Menschen um dich herum dient. Deine Reise der Manifestation ist nicht nur eine persönliche. Du inspirierst andere durch dein Beispiel. Menschen sehen das Licht in dir, die Freude und die Ruhe, die du ausstrahlst. Sie fragen dich, wie sie dasselbe für sich selbst erreichen können, und du teilst deine Erkenntnisse, deine Liebe und deine Weisheit mit ihnen. Du wirst zu einem Leuchtfeuer für andere, das ihnen zeigt, dass auch sie die Macht haben, ihr Leben zu gestalten. Mit jedem Tag wächst deine Verbindung zum Universum, zu dir selbst und zu den Menschen um dich herum. Du weißt, dass dies erst der Anfang ist, der Anfang einer Reise, die niemals endet, weil das Potenzial zur Schöpfung unendlich ist. Du bist bereit für alles, was das Leben dir bringt, denn du weißt, das Beste kommt noch. Du stehst nun in völliger Harmonie mit dem Universum, eingehüllt in ein tiefes Vertrauen und eine unerschütterliche Gewissheit, dass du die Kraft besitzt, alles zu erschaffen, was du dir wünschst. Doch in dieser Phase deiner Reise erkennst du noch eine größere Wahrheit. Manifestation ist ein Tanz zwischen dir und dem Universum. Ein ständiges Geben und Empfangen. Eine Zusammenarbeit, die weit über die persönlichen Wünsche hinausgeht. Es ist ein Austausch von Energien, der nicht nur dein eigenes Leben berührt, sondern auch das Leben derer, die dich umgeben. Du siehst jetzt, dass jede Manifestation, die du in die Welt bringst, wie ein Stein ist, der ins Wasser geworfen wird. Die Wellen breiten sich aus und berühren andere, und so wird jede deiner Schöpfungen zu einem Teil des größeren Ganzen. Diese Erkenntnis gibt dir eine tiefe Freude, denn du weißt, dass du nicht nur für dich selbst manifestierst, sondern auch einen Beitrag für das Kollektiv leistest. Du erkennst, dass das, was du in deinem Herzen trägst, das Potenzial hat, positive Veränderungen in der Welt zu bewirken. Dieser Gedanke erfüllt dich mit einer neuen Art von Verantwortung. Aber es ist keine Last, es ist ein Ruf, eine Einladung, deine Schöpfungen mit noch mehr Bewusstsein zu gestalten. Du beginnst zu verstehen, dass wahre Fülle nicht nur darin besteht, zu empfangen, sondern auch im Geben. Je mehr du empfängst, desto mehr hast du, was du mit anderen teilen kannst, ob es Liebe, Freude, Weisheit oder materielle Güter sind. Die Fülle des Universums ist endlos und sie ist da, um durch dich zu fließen, um zu dienen und das Licht weiterzugeben. In diesem Zustand des Gebens und Empfangens öffnet sich dein Herz weiter. Du siehst die Menschen um dich herum, die vielleicht noch in ihren eigenen Zweifeln und Ängsten gefangen sind. Du siehst sie nicht mehr als getrennt von dir, sondern als Teil derselben Energie, die durch dich fließt. Du beginnst mehr Mitgefühl für ihre Reise zu empfinden und du spürst den Wunsch, sie auf ihrem Weg zu unterstützen. Doch du tust dies nicht aus einem Bedürfnis heraus, sondern aus einem Überfluss, weil du weißt, dass das, was du gibst, immer zu dir zurückkommt, auf die eine oder andere Weise. Die Liebe, die du jetzt ausstrahlst, ist grenzenlos.
Sie ist nicht an Bedingungen geknüpft, sie erwartet nichts im Gegenzug. Sie fließt frei, weil du erkannt hast, dass die Liebe das Fundament von allem ist. Sie ist der Ursprung jeder Manifestation, die du in dein Leben ziehst. Je mehr du liebst, desto mehr zieht das Universum Liebe in dein Leben. Und diese Liebe manifestiert sich in vielen Formen. In Beziehungen, in Chancen, in Wohlstand und in kleinen Wundern, die deinen Alltag bereichern. In diesem neuen Bewusstsein erkennst du auch, dass es keine wirkliche Trennung zwischen dir und dem Universum gibt. Du bist nicht nur ein Teil des Universums. Du bist das Universum, das sich selbst erfährt. Diese Erkenntnis ist tiefgreifend, denn sie verändert dein gesamtes Verständnis von Manifestation. Du siehst, dass alles, was du dir wünschst, bereits in dir ist. Es gibt keine Distanz zwischen dir und deinen Träumen, keine Barriere, die es zu überwinden gilt. Es ist alles schon da, bereit, sich durch dich zu manifestieren. Dieser Moment der Erkenntnis bringt dir eine Freiheit, die jenseits dessen liegt, was du dir jemals vorstellen konntest. Du weißt jetzt, dass du in jedem Moment wählen kannst, wie du dein Leben gestalten möchtest. Du bist frei, zu erschaffen, zu erleben, zu geben und zu empfangen ohne Begrenzungen. Die einzige Grenze, die je existierte, war die, die du selbst in deinem Geist erschaffen hast. Doch diese Grenze existiert nicht mehr. Du hast sie hinter dir gelassen und vor dir liegt ein weites Feld unendlicher Möglichkeiten. Jeder Tag wird jetzt zu einem Ausdruck dieser Freiheit. Du gehst durch dein Leben mit einem neuen Gefühl von Leichtigkeit und Freude, denn du weißt, dass das Universum immer für dich arbeitet, immer zu deinem höchsten Wohl. Du musst nichts erzwingen, nichts kontrollieren. Du lebst im Fluss und dieser Fluss trägt dich mühelos in die Richtung deiner Träume. Die Menschen um dich herum bemerken diese Veränderung. Sie sehen das Licht in dir, das jetzt noch heller strahlt. Sie spüren die Ruhe, die von dir ausgeht, und sie wollen wissen, wie auch sie diese innere Freiheit erfahren können. Du wirst zu einem Leuchtfeuer für andere, nicht weil du versuchst, sie zu verändern, sondern weil du einfach bist, in deiner vollen, strahlenden Wahrheit. Und während du diesen Weg weitergehst, erkennst du, dass es keinen Endpunkt gibt. Die Reise der Manifestation ist unendlich. Mit jedem neuen Traum, der sich verwirklicht, öffnen sich neue Horizonte, neue Visionen, neue Wünsche. Doch diese Wünsche kommen nicht mehr aus einem Mangel heraus, sondern aus der Freude am Schaffen, aus der Freude daran, Teil dieses großartigen Tanzes des Lebens zu sein. Du bist nicht mehr nur ein Beobachter deines Lebens. Du bist der Tänzer, der sich mit Leichtigkeit und Anmut durch das Universum bewegt. Du weißt, dass du immer geführt wirst, immer unterstützt wirst. Du vertraust voll und ganz darauf, dass alles, was du brauchst, bereits in dir ist und zur richtigen Zeit in dein Leben tritt. Diese Reise wird nie enden, aber du weißt, dass du jeden Schritt mit Freude, Vertrauen und Liebe gehen wirst. Du bist frei, zu erschaffen, zu erleben und das Leben in all seiner Fülle zu genießen. Und das Universum? Es wartet immer nur darauf, dir zu antworten, dir zu dienen und dir noch mehr von seiner unendlichen Fülle zu zeigen. Zum Abschluss unserer Reise durch die Welt der Manifestation möchte ich dich an einige der wichtigsten Lektionen erinnern, die wir heute besprochen haben. Du hast die Kraft der Klarheit entdeckt, wie wichtig es ist, deine Wünsche klar zu definieren und dem Universum zu zeigen, was du wirklich willst. Du hast gelernt, wie deine Emotionen der Motor sind, der deine Träume antreibt. Je stärker und positiver deine Gefühle, desto schneller wird sich deine Realität verändern. Wir haben darüber gesprochen, wie Affirmationen dir helfen, dein Unterbewusstsein neu zu programmieren, um dich auf Erfolg und Fülle auszurichten. Und schließlich haben wir die immense Bedeutung von Dankbarkeit hervorgehoben, die den Fluss der Fülle in deinem Leben öffnet, sowie die Kraft des inspirierten Handelns, das dich zu deinen Zielen führt. Ich möchte dir von Herzen danken, dass du dir die Zeit genommen hast, dieses Video anzuschauen und diese Reise mit mir zu unternehmen. Jeder von uns hat das Potenzial, ein Meister der Manifestation zu werden, und du hast heute wichtige Werkzeuge in die Hand bekommen, um genau das zu erreichen. Denke daran, der Prozess der Manifestation erfordert Vertrauen, Geduld und beständiges Handeln. Lass deine Träume groß sein und deine Schritte mutig, denn das Universum wartet nur darauf, dir die Türen zu öffnen. Und bevor wir enden, möchte ich eine kleine persönliche Nachricht an meinen Vater richten. Papa, du bist und bleibst meine größte Inspiration. Dein Glaube an das Leben und deine Liebe haben mir gezeigt, wie wichtig es ist, immer auf die Kraft in uns selbst zu vertrauen. Danke, dass du immer an mich geglaubt hast.
Zum Abschluss, wenn dir dieses Video gefallen hat, lass bitte ein Like da und abonniere den Kanal, damit du keine weiteren inspirierenden Inhalte verpasst. Vergiss nicht, die Benachrichtigungsglocke zu aktivieren, um immer auf dem Laufenden zu bleiben. Und ich würde mich riesig freuen, wenn du deine Gedanken oder Erfahrungen zur Manifestation unten in den Kommentaren mit uns teilst. Lass uns gemeinsam wachsen und unsere Träume in die Realität umsetzen. Danke, dass du dabei warst. Ich freue mich darauf, dich im nächsten Video wiederzusehen.